So, ihr beiden. You. Du. What is it? Die Gnade meiner Feinde hat mich als diese nutzlose Kreatur wiedererweckt. Was solltest du mit mir anfangen können? Du kannst mich nicht ernsthaft nach Flotaine einladen. Bring mich nicht zum Lachen. Taubmann würde sich nicht solche Scherze erlauben. Sorry. Entschuldige meine Verspätung. Schumba, wie du siehst, Kuzuhamon, bin ich wieder bei Sinnen. Deshalb bin ich mit Philipp hierher gekommen. Was hast du vor? Willst du für immer hierbleiben? I refuse. Ihr langweilt mich. Geht. Du willst hier einfach vor dich hinschmollen? Du bist unglaublich mächtig. Taubmann würde sich sicher freuen, dich in der Stadt zu sehen. Ich habe gesagt, ihr sollt gehen. May I? Nächstes Mal schlage ich nicht daneben. Sie wird stärker. Kuzuhamon hat bei der Erwähnung von Taubmann gezögert. Wo ist Taubmann hin? My apologies. Du hast dich kein bisschen verändert. You. Mehr hast du nach all der Zeit nicht zu sagen. Du hast dich auch nicht verändert, Taubmann. Doch, das habe ich. Hier, sieh dir das mal an. What's this? Ist das etwa eine Fuchs-Lili? Yes. Yes. Als die Welt wieder in den Normalzustand zurückkehrte, zog ich sie insgeheim groß. Ich komme so spät, weil ich sie noch holen musste. Genau, sie ist aus dem Samenkorn gewachsen, das du mir gegeben hast. Hm? Als wir zusammen trainiert haben, konnte ich dir nicht das Wasser reichen. Eines Tages, als ich am Rand der Verzweiflung war, was das Training von meiner dunklen und hellen Künste betraf, schenkstest du es mir. Ja gut, Ultra gegen Mega, nur mal als Randnotiz. Damals hatte ich nicht den blassesten Schimmer, was das bedeuten sollte. Deshalb habe ich nie versucht, es einzupflanzen. Später wurde mir klar, dass dieses Samenkorn etwas ganz Besonderes war. Um es groß zu ziehen, musste man die dunklen und hellen Künste gemeistert haben. Du konntest sehr streng sein, aber du warst so nett, das für mich zu tun. Wie konntest du dann nur etwas so Schreckliches tun? Ich möchte wirklich wissen... Hä? Was? Och, du wolltest diese Kraft? Why not? Anscheinend hast du es geschafft, die zu verteidigen. Gut, ich werde gegen dich kämpfen. Wie in den guten alten Tagen. Taubmanns Verteidigung ist wie immer phänomenal. Trotzdem ist das hier übel. Ja, was sollen wir tun? Kämpfen? Darf ich mitkämpfen? Du bist besser geworden, aber noch nicht gut genug. Ich brauche keine Hilfe. Wir können nicht einfach nur herumstehen und zugucken. Schumann, nur danke. Do me a favor. Wir sind auf deiner Seite, Taubmann, nicht wahr? Ja, ich will kämpfen, ich will kämpfen, ich will kämpfen, ich will die platt machen. Ich will die platt machen, ich will kämpfen. Ja, ich will kämpfen, jawoll. Level 7, okay, wie der andere. You did good, eh? Wie der andere. Aber vorher heilen wir mal ganz kurz. This should work. You did keep it up. That's right. Alter, 11.000 Damage, das ist viel. Das war viel. Und das mochte sie gar nicht. Scheiß zu Kaimandala. Okay, 21.000 Damage. Okay, die macht schon ein bisschen mehr Damage. Nicht viel, aber sie macht mehr. Ja, die hat doch eine bessere Verteidigung als sein Kollege von damals. Also das hinten im Haus möchte ich nicht gerne unbedingt den Kampf beobachten. Ich möchte vorne was sehen. Was für ein Konter. Oh, das war der andere, okay. So. Da liegen sie beide wieder auf dem Boden. Alter, 10 Damage ist zu schlecht. Einmal Finisher bitte. Nachdem du deine Vulkanak gemacht hast. Alter, 10 Damage. That is not true. Oh, Slow Motion. Omega-Klinge! Go! This should work. Good aim. Oh, da kommt wieder ihr Mandala. Bam! Irgendein Zauberspruch wahrscheinlich. Good hit. Ja, 6000 Damage, so will ich das sehen. Der eine, der schläft fast beim Kampf gefühlt. Nah, that's the way.
Der eine will keine Befehle von mir. Okay, okay, der verwirrt gerade. Dann kann das schlecht gehen. Oh oh. Nochmal ihr Mandala. Hier muss ich ein paar mehr Disten reinwerfen. Das merke ich schon. Here goes. Just like that. Nice. 23.000. 39.000 ist schon was Besseres. Ich könnte gleich zum zweimal den finalen Schlag machen. Ich glaube 250 ist sogar das Maximum, was es gibt. Es gibt ein Maximum bei der Befehlskraft. 250. Good aim. Ja, richtig schön ein mitgeben. Try this. You did it just like that. Sehr schön. Da bleibt gleich nicht mehr viel. Keep it up. No escape. Guck, ob wir den finalen Schlag brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Das Verstecken hat's erledigt. 48.000 Kohle, ey. Da hole ich mir noch ein bisschen Geld zurück, was ich sonst immer ausgegeben habe. Ack. Kutsuyamon. Du scheinst ein paar gute Freunde gefunden zu haben. Ich werde dir verraten, warum ich damals die Regeln gebrochen habe und weshalb ich auf die Mega-Digitation hingearbeitet habe. Tamon, ich war neidisch auf dich. Ich weiß, ich habe vor dir angefangen zu trainieren und es schien, als könnte ich einfach alles. Aber du warst im Vergleich zu mir einfach ein Naturtalent. Du hast die Bedeutung von hell und dunkel von Grund auf verstanden. Das hat auch unsere Meisterin über dich gesagt. Oh dear. Ich habe nie erkannt, dass unsere Meisterin solche Dinge sagte, um mich dann dazu motivieren, mich noch mehr anzustrengen. Ich war noch nie gut in der Beherrschung von Licht und Dunkelheit. Ich, als unsere Meisterin sich schlafen legte, wurde ich von Eifersucht, Wut und Neid überwältigt und tat etwas, das ich nicht hätte tun dürfen. Armselig, nicht wahr? Ich versuchte, die Welt ins Chaos zu stürzen. Nie nur du. Ich hätte niemals wiedergeboren werden dürfen. Nein, eigentlich bin ich froh darüber, weil ich euch so alles beichten kann. Komm doch in die Stadt. Es gibt einen wunderschönen Ort für dich. Komm und zieh zu Taumon. Ja, komm und zieh zu Taumon. Das passt. Dieser Mensch wird sich niemals ändern. Immer so aufrichtig und herzlich. Taumon, waren wir jemals so? Ich ja. Ich ja, du nicht. Nach dem Motto. Jetzt verstehst du es, oder? Ja, lass mir nur etwas Zeit. Nun, wir haben vorerst alles getan, was wir tun konnten. Lasst uns zurückgehen. Warum ist geht er nicht, sie ist in die Stadt gekommen? Philipp, was... Die kommt doch auch mit in die Stadt, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Guck mal, ein Message bekommen. Nee. Warum bekomme ich keine Message? Warum bekomme ich keine Benachrichtigung? Ready? Was ist hier falsch? Hier muss ich... War das auch schon so? In Gigimons Haus geht's weiter. Was kommt jetzt? Schön, dich wiederzusehen. Das war aber ein langer Spaziergang, Taumon. Im Gegensatz zu ein paar anderen alten Leuten hier, ist mit meinem Bein noch alles in Ordnung. Ist das alles, was du zu deiner Verteidigung zu sagen hast? Ach, jetzt kommt sie erst, oder? Huch! Well, well. Oh, willkommen! Hast du dieses Haus entworfen, Taumon? Ja. Gefällt mir viel besser als das alte. Thank you kindly. Gut so, Amon. Willst du hier bleiben? Das wäre quite schön. Right. Hat ganz den Anschein. Ich heiße Imari, aber das weißt du ja schon alles über uns, oder? Das meiste, entschuldige. Ich bin nicht so gut im Unterhalten, daher belasse ich meine Begrüßung. Oh, ich weiß nicht, ob man das eine Begrüßung nennen kann. Du bist genau wie Taumon. Nee, ich bin ein kleines bisschen besser. Sure. Vielleicht bist du das, zumindest jetzt.
Wie dem auch sei, ich wollte mich für deine Hilfe bedanken, mal wieder. Alles ist genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie immer, ja? So, ich hätte nie gedacht, dass Metall-Itemon von den drei Göttern des Verderbens sich einmal noch von denen anschließen würde. Wie wundervoll. Ich habe immer davon geträumt, es so erblühen zu sehen. Digimon und Menschen, Respekt, einflüssende Gegner und sogar den Verschrecker alle arbeiten zusammen. Jetzt könnte ich sterben, ohne auch nur eine einzige Sache zu bereuen. Oh, kein Grund, in nächster Zeit den Löffel abzugeben. Das stimmt. Die wollen für ewig leben, alles klar. Gott und er will ewig leben. Dass mir diese Art der Interaktion zu gefallen beginnt. Gut so, Amon, ich hoffe, du weißt noch, wer du bist. Du hast das Edmond-Szenario, Revival, drei Götter des Verderbens und Punkt abgeschlossen. Raus und wieder rein, nächstes Szenario, bitte. Bitteschön.